Jo Leute, was geht? Eselbeißer hier und willkommen zum 2500 Abonnenten Special. Ich zeig nochmal meine Bude. Meine Freundin filmt das Ganze. Zeig mal deine Füße, Schatz. Süße Füße, oder? Das sind süße Füße, oder? Kann man sagen. Ja, wir sind hier gerade in meinem Trainingsraum. Ich nehme mal kurz die Kamera. Also hier ist ein Gästebett, wenn ich Besuch kriege. Hier ist halt Trainingsraum, ja, Laufband, Gewichte. Benutze ich eigentlich nur, wenn ich gerade nicht in irgendeinem Training bin. Hier ist meine Küche. Gerade übelst unaufgeräumt. Liegt daran, dass meine Freundin es nicht hinbekommt, mir richtig zu essen zu machen. Fick dich. Das war nicht jetzt. Ja, es braucht nur ein bisschen was drin. Ich muss wieder einkaufen gehen. Ja, hier sieht es gerade mega unordentlich aus. Liegt daran, ich bin ja gestern erst zurückgekommen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, auszupacken. Ja, Toilette überschwemmt. Freundin kann nicht duschen. Ne? Du kannst gar nicht duschen. Ja, auf jeden Fall. Hier ist mein Stuhl, auf dem ich früher gezockt habe. Hier, das ist, das muss ich noch alles sortieren, weil ich habe ja ein bisschen renoviert. Meine Couch, von wegen Besuch. Hier gucke ich halt Fernsehen. Da unten liegen noch ein paar Spiele, ist eigentlich unwichtig, benutze ich kaum. Hier kommen wir zum Herzstück des Ganzen, und zwar, das ist mein PC, der neue, der ist richtig geil. Ja, ich habe die M&M-Maus jetzt mittlerweile mal gegen eine schlechtere ausgetauscht. Das Handy von meiner Freundin ist gerade am Laden. Mein Handy ist nicht so gut, ist halt von einem Sonderschüler. Und, ja, Zockernahrung, das ist ganz wichtig. Zockernahrung. Darf ich eigentlich gar nicht essen. Zwei Tastatur. Keyboards oder so. Das ist einmal für den PC. Und dies für die PlayStation. Der Monitor ist für den PC. Und der für die PlayStation. Hier halt Logitech-Boxen. Logitech ist es? Ja, ist es. Zwei Controller. Der eine ist bei einem Freakout zerstört worden. Der andere funktioniert noch. Das hier ist ein Aufsatz von meiner AK, die ich seltsamerweise nicht mehr finde. Ja, mein Bett, übrigens hier sieht gerade scheiße aus, weil meine Freundin hier ist. Halt die Klappe! Zwei Kopfkissen. Das ist meins. Anderes von meiner Freundin. Hi. Man hört dich, glaube ich, nicht so. Das muss sein. Ist aber schon älter, das Bild. Aber das muss da stehen. Wecker, Nasenspray, Taschenmesser. Das ist mein Lieblingstaschenmesser. Mein Tornister. In dem Moment nur so Klassenfahrtzeugs drin war. So, und hier kommen wir zu was, was bestimmt viele Leute interessieren wird. Und zwar meine momentane Boxtasche, die aber nicht mal ganz aktuell ist, weil ich habe ja mit Thai-Boxen sozusagen aufgehört und gehe jetzt nach MMA Düsseldorf. Die haben angefragt und ja, ist eine ganz coole Sache. Aber wir gucken uns das trotzdem an. Also hier, Unterleibschutz, ist mega wichtig. Sieht zwar kacke aus, ist störend, aber glaubt mir, Jungs, wenn ihr einen miesen Kniestoß in die Säcke bekommt, dann ist es vorbei. Hier meine Ben Lee Handschuhe, das sind Sparringshandschuhe, Wettkampfhandschuhe bekomme ich immer halt vor dem Wettkampf 14 Unze, mehr erlaubt, also niedriger erlaubte Trainer nicht. Wettkampfhandschuhe sind immer jedenfalls bei uns 10 Unze, zwei Stück sind gesponsert. Dann hier Sandsackhandschuhe, hat mein Trainer mir geschenkt, ja, die sind halt für einen Sandsack, für alle, die jetzt nicht so wirklich die Ahnung davon haben. Also die hier sind für einen Sandsack. Und das hier sind halt Sparringshandschuhe. Es sollte klar sein, warum die etwas dicker sind. Meine Knieschoner, die übrigens extrem geil sind. Also die sind wirklich, also Schienbeinschoner, die sind wirklich unnormal. Bombe. Warte, ich leg mal einen hier hin. Der ist richtig geil. Auch gesponsert, der geht halt so über den Fuß und der ist auch mega beweglich. Es gibt ja auch die dicken, unbeweglichen, die mag ich überhaupt nicht. Die sind richtig gut.
Dann hier Kopfschutz, auch gesponsert. Richtig, ja, keine Ahnung. Kopfschüsse, da gibt es keinen großen Unterschied. Dann hier mein größter Stolz, halt meine Hose. Ist zwar keine traditionelle Hose, ist aber erfüllt seinen Zweck. Habe ich auch bei Wettkämpfen an. So, ich hoffe, dass ich euch jetzt noch einen Moment mal meinen. Das ist jetzt mein Mundschutz. Ja, nichts Besonderes, aber auch mega wichtig, wenn man, falls man sich auf die Zunge beißt und auch falls man mit den Köpfen gegeneinander stößt oder so, ist der sehr nützlich halt. Mundschutz ist, soweit ich weiß, eigentlich in jeder Kampfsportart immer vertreten und das ist auch gut so, weil da können wirklich die schwersten Verletzungen auftreten. Dann Bandagen. Ich habe jetzt die 5 Meter Bandagen. Es gibt auch 8 Meter und 12 Meter und 3 Meter. Ich habe die 5, weil jeder Boxer wickelt seine Bandagen anders. Ich kann hier mal ein Video machen, wo ich meine Bandagen wickel. Ich glaube, das hänge ich hinten dran. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. So, ja, jetzt zeige ich euch, wie man Bandagen bindet. Jetzt nicht wundern, dass ich etwas tollpatschig bin. Ich habe es auch länger nicht mehr gemacht. Also erstmal wichtig ist, dass das Ding schön enttäddert ist. Am besten einfach nur hochhalten. Enttäddern tut das dann von alleine. Dann gibt es hier jedenfalls bei meinen immer zwei Seiten. Ihr fangt mit der, die hier an. Die muss außen liegen. Und dann tut ihr die so um den Daumen. Dann wickel ich die. Also jeder wickelt die Bandagen anders. Nur damit ihr schon mal so die Grundlagen habt. Bei Profikämpfen werden die allerdings immer gleich gewickelt. Also, beziehungsweise der Gegner wickelt die. So, dann wickle ich die immer dreimal den Arm hoch. Dann gehe ich wieder zurück. Lege die hier drüber. Am Anfang ist man immer etwas ungeschickt. Weil, die Dinger sind sehr lang. So, dann wird die jetzt hier. Also hier rüber. Über jede einzelne, also durch jede einzelne, ich weiß gar nicht, was ist das, weißt du? Weißt du, was ist? Fingerritze? Fingerritze. Hat Ritze gesagt. Hä, habe ich gar nicht. Hast du gar nicht. Egal. So, nachdem wir das gemacht haben, es gibt auch noch welche, die machen das durch den Daumen. Das mache ich nicht. Mein Vater macht das beispielsweise. Leg ich das hier rum. Fingerritze. Und jetzt ist es wichtig, dass ich möglichst, also bei mir jedenfalls, weil ich sehr hart gegen den Sandsack beispielsweise schlage, dass ich möglichst viel, dass ich es schaffe, möglichst viel Stoff, um meine Knöchel zu bekommen. Weil die sind bei mir immer besonders gefährdet. Das heißt, ich mache meine Faust, wickel die hier rüber, dann lasse ich die Hand wieder so. So. Nachdem wir das gemacht haben, habe ich hier relativ viel Stoff drüber. Weil ich habe mir die damals immer blutig geschlagen. Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ich habe da immer noch Narben von. So. Und jetzt wickeln wir wieder den Arm hoch, um eine vernünftige Stabilität zu erhalten. Und so, ganz gut gewickelt, würde ich sagen, für das erste Mal nach 2 Monaten. Ja, am Anfang werden euch die Dinger immer aufgehen, das ist aber normal. Ihr werdet da mit der Zeit immer mehr Skill drin bekommen. Und ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr